gut über mein Barbecue. Ich bin vor kurzem 33 geworden und habe mir zum Geburtstag Geld und Gutscheine gewünscht. Was ich mir davon gekauft habe, möchte ich euch gerne zeigen. Was ich aber als allererstes machen möchte, ist, möchte mich bei meinen 300 Abonnenten bedanken. Ich habe kurz vor meinem 33. Geburtstag gesehen, hey, ich habe 300 Abonnenten, habe jetzt auch längere Zeit kein Video gedreht. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen und mich erstmal für jeden Abonnent bedanken. Vielen Dank dafür, freut mich unheimlich, dass mir 300 Leute hier bei YouTube folgen. Vielen Dank und ich freue mich, dass ich jetzt euch wieder ein paar neue Videos machen kann. Neues Equipment habe ich mir gekauft, möchte an der Stelle auch gleich sagen, kein Sponsoring, kein nix. Ich kann im Notfall auch gerne die Rechnungen zeigen. Die Sachen, die ich mir gekauft habe, sind auch von unterschiedlichen Marken. Das sind einfach, ich habe mich da schlau gemacht und mich entsprechend für die Sachen entschieden. Was es im Detail ist, gehen wir jetzt drauf ein, gucken wir uns direkt an. Wir fangen mal an mit den Rubs. Ich habe mir hier von Ankerkraut für Hähnchen das Texas Chicken gekauft. Ja, das war im Angebot. Habe ich gedacht, probiere ich mal aus. Kenne ich noch nicht. Finde auch die Streue immer ganz gut. Wenn man sich Rubs selber anmischen will, kann man die natürlich danach nutzen. Etikett kann man abmachen und kann die entsprechend nutzen. Dann einer meiner aktuellen Lieblingsrubs ist der Barbecue Rub Smokehouse Barbecue. Finde ich einfach mega, gerade für Hähnchen, Steaks, einfach richtig, richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Schmeckt mir momentan einfach am idealsten. Dann habe ich bekommen einen Mob. Habe ich vorher auch noch nicht benutzt. Ich bin gespannt. Waren gleich 4 Köpfe mit dabei. Ja, da werde ich mal ein Video machen und mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Ein Mob oder ob ein Pinsel besser ist. Weiß nicht, wenn ihr da Erfahrung habt, könnt ihr mir das auch gerne mal unten reinschreiben. Würde mich mal interessieren, wer einen Mob nutzt. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Habe auch schon eine Idee, was ich damit machen werde, dass man es einfach ausprobiert. Ja. Dann habe ich bis dato immer mit Hickory-Holz geräuchert. Jetzt habe ich mir hier Kirschholz gekauft. Dachte ich, probiere ich mal aus, soll fürs Räuchern entsprechend ganz angenehm sein, ein Fruchtholz. Ja. Ich bin gespannt. Ja. War auch entsprechend im Angebot, habe ich mir gekauft. Fand ich ganz gut, ist auch eine ordentliche Menge. Kann man auch ein bisschen kleiner schlagen, unterschiedliche Größen. Gerade für den Portland sind die teilweise, glaube ich, ein bisschen groß. Aber die kann man dann noch mit der Axt ein bisschen bearbeiten. Dann gab es wenige Tage später nach meinem Geburtstag beim großen Discounter die Alugusspfanne. Letztes Jahr bin ich in 4 Filialen gerannt und habe keine ergattert. Dieses Mal waren von 5 Stück noch 2 Stück da. Eine davon habe ich gekauft. Ich habe sonst immer den Deckel von meinem Dutch Oven genommen. Jetzt habe ich mir eine gusseiserne Pfanne gekauft mit einem Griff. Ja, die hat auch ordentlich Gewicht. Könnte ein bisschen größer sein. Ich glaube, ich würde mir eine Nummer größer noch kaufen. Ja, beziehungsweise habe ich ja als Alternative dann noch den Deckel von dem Petromax von dem FT6. Ja, ja, das so erstmal dazu. Und dann zu meinem Schätzchen. Ich habe mir einen neuen Vakuumierer gekauft, weil mir doch in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ich immer mehr vakuumiere. Dass ich mir größere Stücke Fleisch kaufe, ja, wo ich mir dann Stückchen rausschneide oder Hähnchen mariniere. Wo ich einfach gemerkt habe, ich komme mit meinem bis jetzigen Vakuumierer nicht weiter. Die hole ich einfach auch mal mit dazu. So, das ist mein altes Gerät. Ist im Prinzip vom Discounter. Ja. Auch war auch bis dato immer ein gutes Gerät. Ich habe nur hier an der Seite sind die Öffner. Die klappen einfach nicht mehr so gut ein. Ja, es geht ein bisschen schwierig. Ja, das war für mich so ein Grund, warum ich sage, okay, ich brauche einen neuen. Ansonsten hat der auch, man sieht es vielleicht auch hier, das geht auch immer raus. Kann man auch ersetzen, alles gut. So, aber auch das Gerät ist im Prinzip relativ einfach, ja, hat auch eine Doppelnaht, was es hier schweißt, alles gut. Hier ist der Aufhang, Becken für die Flüssigkeiten kann man auch entnehmen, also ist eigentlich alles in Ordnung. Nur für mich war das Vakuum jetzt entsprechend auch nicht mehr ganz so ideal. Und was für mich auch so ein bisschen ausschlaggebend ist, es hat nur 3 Funktionen. Ja, Schweißen, Vakuum und Schweißen, und das ist im Prinzip für die Behälter. Ich habe keine Behälter, also dementsprechend ist die Funktion für mich ein bisschen unnütz gewesen. Vielleicht kaufe ich mir auch irgendwann mal noch Behälter, wenn ich den Mehrwert für mich irgendwie entdeckt habe. Würde mich auch mal interessieren, ob irgendjemand die nutzt, diese Behälter. Ja, habe es in einem anderen Video gesehen, dass da der Kollege da die entsprechend auch in einem Vakuumbehälter mariniert hat, Fleisch. Vielleicht sollte ich mir das einfach mal überlegen. Fakt ist, das Gerät ist jetzt gute 2 bis 3 Jahre alt, zieht nicht mehr so das Vakuum. Muss aber auch dazu sagen, das habe ich im Angebot gekauft.
für 10 Euro. Also das Ganze hat sein Geld verdient. Absolut in Ordnung Gerät, wenn man ab und zu mal was einvakuumieren will. Wie gesagt, bei mir kommt es jetzt immer häufig vor und deswegen habe ich mir entsprechend das neue Gerät gekauft. Und dann gucken wir uns das neue Gerät mal an. Packst du gerade mal aus. Einstellen. So, wie man sieht, packt jetzt gerade das erste Mal aus. Schon ein deutlich größeres Gerät. So, mal die ganzen Verpackungen rausnehmen. Die Transportsicherungen. So, Folien waren auch zwei mit dabei, eine große, eine kleine, weil ich die kleinen nicht unbedingt brauche. In der Regel vakuumiere ich gar nicht so kleine Sachen ein. Ja, was war für mich der ausschlaggebende Punkt für das Gerät? Also allein, weil ich finde, dieser Griff hier vorne ist einfach schon mal Gold wert. Man hat nicht mehr dieses Nervige an der Seite rumgeklipst, sondern man kann das hier wirklich ganz einfach so runterdrücken und damit ist gut, vor allem wenn man hier vorne noch den Beutel reinhält und dann zuklippt. Das war bei dem anderen einfach Beutel rein und dann links und rechts drücken. Ja, war für mich jetzt nicht so das ganz Gelbe vom Ei. Was ich hier auch sehr, sehr gut fand, was mir sehr gut gefallen hat, auch in anderen Videos, bin ich ganz ehrlich, ja, dass man auch unterschiedlich Einstellungen machen kann. Ja, ich hoffe, man kann das lesen. Ich hole mich mal ein bisschen näher ran. Ja, also man hat hier auch entsprechend Schweißdauer und Vakuumstärke. Das heißt, man kann das einstellen. Das konnte ich bei meinem anderen entsprechend nicht. Ich kann hier auch ganz normal vakuumieren und schweißen. Ich kann es auch gleichzeitig damit abbrechen. Ich kann nur schweißen. Und es gibt noch eine Funktion mit Marinieren. Die sagt mir jetzt erstmal nichts, weil ich muss mir erstmal die Anleitung noch durchlesen. Und dann haben wir hier den Vakuumbehälter. Auch der ist natürlich bei dem Gerät für mich genauso uninteressant wie bei dem anderen, weil ich die Geräte, die Behälter einfach nicht habe. Was ich mega cool finde, ist hier das manuelle Vakuum. Ja, gerade wenn ich Burger Buns oder sowas nicht selber mache, habe ich ja auch ein Rezept, das kann ich euch hier oben mal verlinken. Wenn ich die mache ich meistens immer ein bisschen mehr, dass ich sie einvakuumiere. Hier kann ich schön die manuelle Funktion einstellen und schön sukzessive das Vakuum machen. Das heißt, die Burgerbrötchen kann ich dann, die ziehen sich nicht komplett zusammen, sondern ich kann so lange vakuumieren, bis die Folie an dem Burgerbun ist und dann ist gut. Ja. Was ich auch sehr sympathisch bei dem Gerät fand, ist glaube ich ein bisschen Spielerei, muss ich auch dazu sagen. Braucht wahrscheinlich kein Mensch, kann man auch analog machen, ist hier dieser Schneider. Ja. Und ich finde das auch sehr charmant, beziehungsweise ich glaube meine Frau wird sich darüber auch sehr freuen, wenn ich die Folie hier reinlege. Dass die einfach da drin eingepackt ist und ich kann mir hier mein Stückchen rausziehen, wie viel ich brauche, ja, und kann es dann einfach abschneiden. Glaube ich, ist eine schön saubere Sache. Ganz ehrlich, glaube ich, braucht kein Mensch. Ja, aber ich finde, für mich war das der Mehrwert definitiv mehr, also wichtig. Ja. Ja, hier haben wir die Auffangschale für die Flüssigkeiten, falls mal Marinaden mit entsprechend gemacht werden. Das ist der einzige Nachteil an dem Gerät, dass man die nicht rausnehmen kann. Das konnte ich bei dem anderen Gerät einfach rausnehmen, diese Schiene. Ich kann sie euch mal noch zeigen. Also das da hat das jetzt mal billigeres Gerät den Vorteil. Das ist die Schiene von dem anderen. Aber dafür muss man auch sagen, ist sie auch deutlich größer. Das heißt, wenn man viel vakuumiert, hat man natürlich auch hier mehr die Möglichkeit. Ja, ja, das ist im Prinzip jetzt erstmal mein neuer Vakuumierer. Den probiere ich jetzt dann gleich mal aus und da würde ich euch dann entsprechend mit dazu nehmen. Das ist jetzt unsere Testobjekte, quasi einmal Hähnchenschenkel und Hähnchenbeine. Die habe ich jetzt gerubbt, die einen also jeweils mit dem neuen Gewürz. Ich bin gespannt, riechen beide, das kenne ich ja schon, das riecht eh Bombe, das ist das neue, riecht auch sehr lecker. Die vakuumieren wir jetzt, dafür habe ich das Gerät schon bereitgestellt. Und dann zeige ich euch auch, wie ich die Rolle einlege. Das habe ich jetzt mittlerweile auch rausgefunden.
Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, wie das Ergebnis zum Beispiel von dem anderen war. Man sieht einfach hier, da haben wir einen leichten Frostbrand. Ja, die Bratwürstchen sind jetzt erst 3 Tage im Froster. Die werden wahrscheinlich eh am Wochenende gegessen, deswegen ist mir das jetzt eigentlich relativ egal. Aber genau um diese Ergebnisse halt hier zu optimieren, wollte ich mir halt einen neuen Vakuumierer kaufen. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum ich das alte Gerät nicht mehr benutzen möchte. So, damit wir auch einen fairen Vergleich haben, habe ich jetzt auch die vom Discounter die Folienbeutel entsprechend genommen. Und dann gibt es hier diese Klappe, die man hochlegt. Und damit kann man dann ganz einfach hingehen und sich die Länge zurechtschneiden oder rechtziehen. Und dann hält man einfach die Schiene fest und zieht ganz angenehm hier rüber. Und man hat einen schönen, sauberen, glatten Schnitt und kann die Rolle nach hinten entsprechend reinziehen. Und schon ist unser Beutel geschnitten. Jetzt legen wir den hier auf die Schweißfläche. Machen das Gerät zu. Ich hole es ein bisschen näher ran. Und drücken einmal auf den Knopf Schweißen. So, das war wahrscheinlich jetzt der Heizvorgang. Jetzt zählt der Countdown hier runter. Und jetzt macht es auch einen Klick. Und jetzt können wir hier aufmachen. Und siehe da, wir haben jetzt hier die doppelte Schweißnaht. Ich hoffe, man erkennt es. So, jetzt packen wir da mal unsere Hähnchenschenkel rein. So, hier haben wir jetzt die 3 Hähnchenschenkel drin. Und jetzt kommt quasi der Praxistest. Lassen wir ein bisschen ab. Mal sauber machen. So. Was mir hier auch auffällt, es gehen sogar theoretisch gesehen Beutel, die ein bisschen breiter sind. Also hier hat man noch einen guten Finger breit und da. Die machen wieder zu. Und jetzt probieren wir mal die Funktion aus mit dem manuellen Vakuum. Genau, wie man sieht. Ich nehme mal ein bisschen weiter weg. Ich mache jetzt nur das Manuelle. Sieht er direkt, wie das raus, und ich kann es ganz entspannt bestimmen, wie doll ich das will. Das ist genau der Vorteil bei den Burger-Buns, dass ich jetzt sagen könnte, okay, der Burger-Bun zieht zusammen und ich höre direkt auf. Aber wir gehen jetzt auf die einfache Funktion und sagen quasi das automatisch vakuumieren und schweißen. lassen auch auf normal. Und sagen, vakuumieren. Und schon zieht er unser Vakuum. So, hier an der Seite sieht man richtig die Säfte hochsteigen. Und er zieht auch noch ordentlich nach. Jetzt schweißt er. Das sieht man dann hier an dem roten Punkt. So, und schwupps, ist unser erstes geschweißte oder vakuumierte Beutelchen von dem neuen Vakuumierer fertig. Und da lässt sich auch nichts ziehen. Zwischen den Hähnchenschenkeln ist auch keine Luft, da lässt sich nur die Haut hin und her schieben. Also das ist schon, das ist ein Unterschied einfach. Ja. Gut, der hat natürlich auch ein bisschen mehr Leistung als der andere. Aber jetzt machen wir gleich den zweiten Test noch mit den Beinen. Und dafür machen wir die Rolle raus. Und dafür nehme ich jetzt die vorhin angesprochene kleinere Rolle, die ich eigentlich nicht so oft brauche. Machen wir das gleiche Prinzip. Reinlegen. Gucken, ob es auch in die andere Richtung schneidet. So ist es. Schweißnaht. Man erkennt den Zähler. Und schweißen halt fertig. Und das ist halt allein schon ein für mich extremer Luxus. Einfach dieses ganz einfache Auf- und Zumachen. Nicht das an den Seiten suchen. Ist für mich einfach Mehrwert. Kann ich nur empfehlen.
Macht bis jetzt Laune, das Gerät. Ist zuerst jetzt der zweite Beutel. Aber gefällt mir sehr gut. So. Probieren wir die kleinen. Und jetzt sagen wir auch wieder vakuumieren und schweißen. Und das ist auch erstaunlich schnell. Das ist auch nicht so laut wie das andere Gerät. Also in der Summe schon sehr, sehr angenehm. Ja. Jetzt schweißt er wieder. So, und auch da ziehen wir mal ein bisschen dran. Da löst sich so erstmal nichts. Ist keine Luft mit drin. Kann man hier dran drücken und ziehen. Und somit ist das Fleisch einfach perfekt vakuumiert aus meiner Sicht. Es kann nicht einfrieren. Die werde ich jetzt entsprechend erstmal in den Kühlschrank lagern und dann geht es morgen auf den Grill. In der Summe ist der erste Eindruck sehr, sehr positiv. Vielleicht auch einfach mal noch zum Gleich, damit man auch ein Gefühl hat von der Größe des Gerätes. Ja, es ist klar, dass ein Gerät, was deutlich kleiner ist, schon mal einzufangen. Ja, ich gehe mal an die Seite. Was einfach deutlich kleiner ist, kann natürlich auch wahrscheinlich nicht die Leistung bringen. Irgendwo muss ja der Motor drin sein, also dementsprechend muss da ja mehr Power dahinter sein und dementsprechend ist auch das Ergebnis ein anderes. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist natürlich auch ein immenser Preisunterschied, ja, zwischen den Geräten. Da muss man halt auch einfach selber seinen Fokus drauf legen, ob es einem wert ist. Ja, mein Fazit nach dem ersten Nutzen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wie gesagt, das Gerät lässt sich sehr gut auf und zu machen. Ja, allerdings muss ich auch fairerweise dazu sagen, das ging bei dem alten Gerät auch am Anfang sehr gut. Die Frage ist, wie lange geht es gut, dieses auf und zu machen. Ja, das Ergebnis ist für mich super überzeugend. Deswegen finde ich, da kann ich nur positiv über das Gerät sprechen. Allerdings habe ich jetzt auch erst zwei Tests. Wird natürlich immer häufiger jetzt genutzt, das Gerät. Die Thematik mit dem Schneiden hier hinten, das ist, glaube ich, was, das braucht man nicht unbedingt. Ich finde es sehr, sehr angenehm, weil man wirklich einen geraden Schnitt hat. Man kann hier runterdrücken und kriegt wirklich eine gerade Schnittkante. Ja, kein Einreißen mehr von der Rolle oder ähnliches. Ja, wie gesagt, ich finde es auch gut, dass ich die große Rolle hier drin verstauen kann. Somit ist sie aus dem Schrank. Ich brauche nur noch ein Gerät rausholen und habe es direkt da. Finde ich super. Ein Manko ist natürlich die Auffangschale hier für Flüssigkeiten. Es ist schnell, es ist nicht so laut, es ist angenehm zu bedienen. Ich glaube aber ganz ehrlich, wenn man sagt, hey, diese Schnittfunktion ist einem nicht wichtig und diese Griffthematik ist für jemanden auch nicht wichtig, sondern wenn jemand sagt, okay, ich kann damit leben, weil ich ab und zu mal was vakuumiere, dann kann man auch wahrscheinlich eine Variante unten drunter nehmen, ja, für deutlich weniger Geld, die wahrscheinlich aber die gleiche Leistung einfach bringt. Ja. Für mich war das die Entscheidung relativ einfach, weil ich das Geld zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, beziehungsweise Gutscheine, und habe dann entsprechend gewartet, bis das Angebot gepasst hat und habe mich dann entsprechend für das Gerät entschieden. Ja. Und muss sagen, ich bereue es bis jetzt noch nicht. Ich freue mich drauf, dann die ersten Ribs oder auch das erste Pulled Pork damit einzuvakuumieren. Bin auch am überlegen, ob ich mir dann entsprechend noch einen Sous-Vide-Stick kaufe und mal das Sous-Vide ausprobiere. Habe ich noch keinerlei Berührungspunkte. Würde mich mal interessieren, ob das jemand von euch nutzt. Ja. Ansonsten war es das erstmal. Das Gerät wird immer mal wieder, genauso wie auch die ganzen anderen neuen Sachen, die ich habe. Die Gewürze habt ihr jetzt schon gesehen, habe ich gleich in Benutzung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert mich auch. Schaut gerne auch mal bei Instagram vorbei. Folgt mir gerne auch da, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Grillvideo wieder. Euer Mein Barbecue.